Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene gegen Nightbat. 1391 MMR. Wir haben 1436 durch das letzte Spiel insgesamt ansammeln können. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis, meine Damen und Herren. Morgen, da findet ein Turnier statt. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich muss mal gucken, wie ich es mit Ankündigungsweise schaffe. Aber, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, morgen unbedingt einschalten. Einblendung folgt gleich. Und wir spielen, wir casten mit Leon zusammen aus Hamburg ein Mechabellum-Turnier mit Peace Meet Maxim und you name it. Das seht ihr gleich alles in der Einblendung. Schaltet unbedingt ein, es wird mega. Wir müssen jetzt mal kurz überlegen, was wir nehmen. Ah, Mamma Mia, Ariel, nein. Ja, ich wollte den daneben, aber der ist auch okay. Ich mag doch Raketen, ja. Guck mal hier, ach, guck mal, das Spiel hat sogar für mich den richtigen Commander rausgesucht. Speed, okay, das ist dann doch nicht der richtige Commander. Was spiele ich da rein? Will ich pushen? Mit Crawlern? Ja. Ja, da wollen wir pushen. Pushen, 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 Baby. Warte, wir stellen das mal kurz auf. Schieben das dann noch ein bisschen rüber. Balla, alles bitte. Da noch. Na. Da noch. Und. So. Right? Sounds good. Lieber so, denke ich. Ein bisschen mehr Platz vielleicht. So. Ja. Nee, sieht gut aus. Mag ich. Was war er? Speed. Was hat er sich geholt? Sniper. Okay. Ja, das kam mir so komisch vor. Weil auf einmal so weit auseinander aufgestellt war. Das ist jetzt ärgerlich. Dass die zweite Salve von denen in drei Fangs reingegangen ist. Das soll so nicht sein. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich wieder ein unlucky Debuff-Timing. Ich meine, ich kriege jetzt hier seine ganze Armee, ja. Wenn ich den Sniper noch kriege, wäre ich huge. Haben wir. Den kriegen wir vielleicht auch noch. Sehr gut. Okay, damit kann ich arbeiten. Der Debuff tut dann jetzt nicht mehr ganz so weh, auch wenn da noch ein paar Panzer stehen. Aber wir haben ja noch ein paar Artilleries. Artillerie. Boah, direkt einen Song gefunden, den man umbauen könnte. Artillerie. Was spielen wir denn hier rein? Missile Strike. Hm, ja, tut mir ganz schön weh, muss ich sagen. Ich wünschte, ich hätte die enger zusammengestellt, um die mit unter ein Schild zu bekommen. Fast Teleportation. Skippen wir, um irgendwas freizuschalten. Was 200 kostet. Was wäre hier gut? Mustangs als Chaff. Und dann haben wir auch direkt Anti-Air dabei. Und gegen seine Fangs und überhaupt und so. Ja. We'll do it like that. Hier stellen wir einen Sniper dazu, würde ich sagen. Dann holen wir uns noch zwei Pack Mustangs. Die ja so ein bisschen unseren Flankenschutz abbilden. Und hoffentlich nicht da gleich in diese Missile reinlaufen, ne? Aber ich will sie schon an der Stelle haben. Da stehen sie schon irgendwo gut. Der gefällt mir noch nicht so ganz. Oh mein Gott! Wer hat denn mit so viel Crawlern gerechnet? Oder wer kann mit so viel Crawlern rechnen? Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Arclight dahinter. Da sind ganz schön viele Crawler. Hat er irgendwas verkauft? Hat er sich den Knopf geholt? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht ganz sicher. Sind das meine Crawler? Ah, es sind meine Crawler. Alright then. Wir werden jetzt leider Debuff bekommen, aber der ist komplett fein. Den werden wir vielleicht gleich einmal ab in den Tower. Und dann ist auch wieder Ruhe da drüben. Na? Stellen wir ihm noch ein Arclight hinzu. Dem Mustang. Und dann hat das hoffentlich. Fast Teleportation hat er genommen. Dachte, er kann ja mit so einer Crawlerwand was reißen oder wie. Mhm. Ja, er hat den Verknaufsknopf. Verknaufsknopf, jawohl. Und hat das verkauft. Eine Wespe finde ich ganz stark. Ganz schick. Aber ein Boot auch. Hat er Anti-Air drauf.
Nein, dann Boot. Oder? Ja, dann Boot. Das brauchen wir aber mit Beacon. Soll einfach nur da hinten reinrollen. Hier, wie gesagt, noch ein Arclight hinzu. Den einmal ab in den Tower. Ich glaube, die können wir verkaufen, oder? Könnten sie auch noch da stehen lassen. Was holen wir uns stattdessen, ist die Frage. Noch ein Boot? Haben wir das Geld nicht für. Kriegen nur 300 zusammen dann insgesamt. Wäre aber geil, noch so ein Boot. Machen wir den hier. Und dann geben wir noch... Hat er Defense ausgegeben? Nee, ne? Okay, dann würde ich es hier sehen. Aber hat er nicht. Weil dann krieg ich die Crawler nicht down. Dagegen könnte ich vorsorglich einmal Offense ausgeben. Das machen wir, glaube ich. Hat er nicht gemacht. Dafür zwei Melter, die relativ frontal reinstehen. Damit gehen meine Raketen da direkt wieder rein. Das finde ich ganz nice. Hier die Crawler finde ich nicht ganz nice, aber das Arclight schafft das, glaube ich. Zusammen mit den Mustangs. Das habe ich bekommen. Den habe ich noch nicht ganz bekommen. Der Mobile Beacon, der... Ja, gut, das muss halt erst reinporten, das Gerät. Das dauert halt dementsprechend lange. Jetzt haben wir Debuff. Ist okay, ne? Spiel so ein bisschen umgedreht. Vom Geflankten zum Flankenden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir gegen diese dicken Vulcans da vorne machen. Und hier stellen wir vielleicht auch ein Schaff hin. Ich weiß es noch nicht ganz. Das ist sehr geil. Da freue ich mich aber. Da freut er sich aber wahrscheinlich so gar nicht, oder? Ah, komm, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wenn uns das Glück so anlacht, dann winkeln wir zurück. Warte. Ja, doch. Wo stelle ich das Ding jetzt hin, ist die Frage. Er wird halt das hier komplett wegbrutzeln einmal. Wo hacke ich ihn am effizientesten? Also hier kann ich keinen hinstellen. Das heißt, ich muss hier einen hinstellen, um den zu bekommen. Aber da muss ich ihn eher so da hinstellen. Aber das ist ganz schön weit vorne. Ich könnte ihn auch hier hinstellen, aber da kriege ich ihn auch nicht. Hier hinten mit Range direkt. Jetzt hat er wieder den auf dem Schirm. Da muss ich den da hinstellen. Hier steht er safe. Und ich glaube, ich kriege das da. Dem müsste ich eventuell dann noch Range geben nächste Runde. Ist jetzt eine echt teure Runde für mich. Bin ich early. Und ihr kommt jetzt mal ein bisschen straight up auf den Kern. Und dann, ja, gucken wir, was passiert. Er hat nichts hingestellt. Er gibt Mac Rage aus. Sick Crawlern. Ich hole mir seinen dicken Vulcan hier. Danke, danke Daddy. Für diesen leckeren Vulcan. Seine Crawler kommen ja trotzdem nicht durch. Ah, okay, hier. Ah, das ist der Plan. Verstehe. Der hat da ein Boot hingestellt, dass ich aber gewinnen konnte, den Fight für mich. Komm, jetzt schieß bitte einmal da drauf. Ah, goddammit, Timing ist hier mal wieder nicht on point. Aber ja, neuer Hacker nächste Runde. Bombe unten links? Nee, ein Arclight reicht eigentlich, ne? Ein Arclight sollte reichen. Das helfe ich dann für die nächsten Runden auch gleich mit. Oh, Advanced Missile Device. Ach so, okay. Interessant. Klatschen wir mal hier rein. Da brauchen wir, wie gesagt, ein Arclight. Dass das noch auffällt. Ich hätte den Tower auch nochmal upen können. Ich glaube, das wäre auch fein gewesen. Will ich hier noch einen zweiten Hacker? Gegen Boote, so viele Hacker zu bauen. Vielleicht lieber sein Tower hier noch ein bisschen snipen. Das machen wir mal. Wenn er mich snipet, snipe ich ihn. Ich könnte noch Wespenproduktion ausgeben. Ich glaube, das machen wir auch direkt. Der ist ja nicht direkt drauf, ne? Nee. Da spawnen erst Wespen. Das ist gut. Das ist gut, diese. Hier gehen wir Level aus, weil der hat schon ein Level bekommen. Bomben wir vielleicht einmal weg.
Ja. Weil der wäre mir sonst, glaube ich, zu stark. Ah, kluger Schachzug. Crawler da reinzustellen. Aber ich habe den Debuff jetzt auf meiner Seite. Which is very, very nice. Und gleich sein Vulcan noch oben drauf. Double Debuff. Das sind zwei seiner Boote. I suppose. Aber die werde ich noch wegkriegen. Ich glaube, dann gebe ich denen einfach mal Anti-Air Marksman aus. Dann könnte ich auch noch einen dazustellen. Anti-Air Marksman. Ich weiß aber nicht, wie gut die funktionieren. Die sind nicht Level 2 geworden. Werden sie, glaube ich, auch nicht. Na? Guter Damage auch hier. Es reicht nicht. Oh, schade. Das wäre jetzt gut gewesen. Das wäre jetzt richtig gut gewesen. Okay, jetzt kommt der alles entscheidende Unit Drop, I suppose. So ein Level 5 Rhino, das da noch mit reinrennt. Macht da nichts gegen, ne? Oder hier, besser gesagt. Der ist auch nicht geupt, der Tower. Aber den kriege ich ja eigentlich schon durch den hier. Ich brauche schon die Melter eher. Bomben war immer weg. Kriegst ein Level und Anti-Air noch oben drauf. Kriegst auch ein Level. Range würde ich, glaube ich, gar nicht ausgeben, weil dann verfangen die Dinger sich. Hier geben wir auf jeden Fall ein Upgrade. Halt, kommen denn die auch gleich mit? Da oben hat er jetzt zwei Boote. Will ich das Boot da wegverkaufen? Ich glaube schon. Dann funktioniert nicht mehr. Das geben wir Level 2. Stattdessen switchen wir auf Melter. Geben den Range. Range. Eine Bombe. Ein Deployment. Oh, zwei Boote links, alles klar. Da kommt der dicke. Also Stück war jetzt gar nicht. Der Hacker verfehlt so ein bisschen sein Ziel, habe ich das Gefühl. Der ist jetzt dazu offen. Der müsste weg da. Damit er dann Wert hat. Die Buff tut jetzt ein bisschen weh. Aber wenn der Schaft da einmal weg ist, dann haben wir die Bode, hoffentlich. Wenn ich nicht sterbe. Ja, goddammit. Sniper noch geholt, gut. Einmal noch den Dings abgelenkt. Da noch einmal den Dings abgelenkt. Und wir haben ihn. GG. War knapp jetzt am Ende. Aber wir haben ihn geholt. Flawless? Flawless sogar. Ja, Mensch. Krass, ne? Manchmal laufen Spieler einfach so flawless durch und dann funktioniert alles und manchmal kriegst du einfach nur auf den Sack. Läufst du den Gegner flawless, obviously. Ja, hier nochmal zwei Boote reinzustellen. Da hätte ich noch eine Bombe stellen müssen, ne? Es war klar, dass da was kommt, was das Boot ablenken soll. Hatte ich das Geld noch? Hätte der irgendwas geschafft? Ja, ich meine, er hatte die Westen zur Unterstützung. Ne? Der erste Schuss wäre erstmal weg und dann wäre ein Boot down gewesen. Das zweite, da wäre Half-Life rausgegangen. Gegen den Sniper hätte das auch noch geschafft, oder? Das will ich jetzt mal wieder feststellen im Replay. Wie hieß der Boy? Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Goddammit. Wie viele Punkte? 18. Guck mal. Damit können wir doch gut arbeiten. Replays. Lade, lade, lade. Nightbat war es, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe es. Hätten wir diese Bombe dann noch antizipiert, hätte das noch viel mehr geändert. Zack. Der eine Hacker war auf jeden Fall wild. So, wir taggen den hier. Holen den. Verkaufsknopf müssen wir drücken. Zack, 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 zack. Da so irgendwo haben wir den hingestellt, denke ich mal. Also den einen hier und den anderen da. Dem haben wir ein Level gegeben. Dem haben wir ein Level gegeben, glaube ich.
Dem haben wir ein Level gegeben. Ne, wir haben beide gelevelt. Wir haben hier eine Bombe gestellt. Wir haben hier ein Mobile Beacon ausgegeben. Das war vielleicht dann im Nachhinein nicht ganz so klug, aber das werden wir ja gleich sehen. Haben wir noch was gemacht? Noch irgendwas gebaut? Noch Kredit und Range ausgegeben? Ich habe noch ein. Ne, was habe ich denn gemacht? Mit meinem Kredit? Was habe ich denn mit meinem Kredit angefangen? Ich habe das Gefühl, hier irgendwas zu vergessen. Range habe ich ja schon. Hier haben wir definitiv noch eine Bombe gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir sie gespielt haben, aber spielen wir jetzt einfach mal. Und dann, was haben wir denn gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich würde es jetzt einfach so lassen und das Geld mitnehmen. Weil ich nicht mehr weiß, was wir sonst gemacht haben. Ah, wir haben ja eine Bombe kassiert. Okay, der ist direkt down gegangen. Aber er hätte noch ein Boot mitgenommen. Durch die Bombe. Durch die Bombe hätte er noch ein Boot mitgenommen. Was das Spiel auch, glaube ich, schneller zu Ende gebracht hätte. Ja, hier war dann zu viel Schaff, ne? Ich verliere dann mein Tower da nicht so ganz so schnell. Das Timing kommt also besser rein für mich. Ja, wir hätten stärker gewonnen, ne? Schon krass. Und ich hätte sogar noch Geld übrig. Ich hätte noch eine Unit kaufen können oder so. Wir hätten dadurch allein stärker gewonnen. Das ist interessant, ne? Wie Runden anders ausgehen können, wenn man so kleine Details verändert. Das macht dieses Spiel so unfassbar interessant. Meine Damen und Herren, morgen einschalten. Unbedingt. Unbedingt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Haut rein.